Jetzt aber. So, jetzt aber ein herzliches Willkommen zum American Truck Simulator. Wir spielen nochmal komplett von vorne, ohne Pro-Mods. Das heißt, wir spielen jetzt diesen Safe-Game komplett Vanilla. Und ich habe noch keinen Ton in dem Spiel, komischerweise oder interessanterweise. Wir werden das jetzt so machen. Also wir haben ja eigentlich, oder ich werde es gleich erst erklären, machen wir so rum. Wir werden jetzt erstmal alles erstellen. Also Modrashi bleibt. Nein, wir sind männlich. Wir sind nicht weiblich, wir sind männlich. Obwohl noch niemand von euch mich gesehen hat, habe ich zwar eine männliche Stimme, aber ich könnte auch weiblich aussehen. Ja, das ist natürlich... es gibt ein paar Leute, die mich schon gesehen haben, aber... das sieht so komisch aus, das Bild einfach. Einfach nur mal so dahingestellt. Was nehmen wir denn mal? Welches Bild? Eigentlich gefallen mir die Bilder alle nicht. Ich nehme eins von den weiteren oben. Von weiter oben. Eigentlich habe ich den immer genommen. Weißt du was? Komm, wir nehmen den auch. LKW-Design. Es gibt da neue. Deswegen will ich den hier nehmen. Den hatte ich das letzte Mal. Firmenlogo. Nehmen wir den Hasen und machen daraus Bauki. Eine Rabauki GmbH. Jetzt müsste gleich Ton kommen. Controller-Einstellungen. Echte Automatik. Wir spielen das gleich mit dem Logitech-Controller. Wo habe ich den denn jetzt? Muss den nochmal drüber holen, weil der liegt jetzt gerade am Drucker. Ich habe das ja schon mal alles gemacht, aber ich lasse das jetzt trotzdem mit drin. Ne? Da Gas, Bremse, hoch, runter, Lenkachse. Ja, das passt. Ja, das sollte passen. Ich muss gleich mal gucken, warum ich keinen Ton habe. Hochschalten, runterschalten. Wir machen Automatikgetriebe. Da muss ich gleich gucken, wie ich das mit der Tastatur... Oder ich mache auf nicht auf echte Automatik. Muss mal kurz gucken wegen dem Sound. Ist natürlich jetzt doof, mit einem Ladebalken das zu machen. Ist da natürlich keine so gute Idee. Weil jetzt sehe ich mich nicht, wie weit der geladen hat, außer gerade im OBS. Aber ich habe keinen Ton in diesem Spiel. Ich glaube, jetzt hört man so ein bisschen was. Das ist nämlich jetzt die komplette Karte mit allen DLCs, die wir jetzt haben. Deswegen würde ich einigermaßen neutral anfangen. Salt Lake City wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Oder wir fangen in Nevada an. Oder wir nehmen Elko. Elko, ja, könnte man auch machen. Idaho hätte man noch. Washington ist weit oben. Ich will Salt Lake City nehmen. Muss den Ton gleich mal so ein bisschen nachstellen, wenn Togo schon sagt, wir haben keinen Ton. Ich muss jetzt mal den Sound ein bisschen einstellen. Aber ich habe bei mir volle Lautstärke und ich hab keinen Ton. Ah, guck mal. Also jetzt solltest du Ton haben.
Ja, es ist perfekt, Houston, wenn wir Ton haben. Ich muss gerade nur mal die ganzen Sachen einmal durchgehen. Auf geht's. Mal das mit dem Schalten, ich brauche die beiden Maustasten, weil ich sitze so nah am Schreibtisch, dann kann ich das mit den Maustasten eben schnell umschalten. Motor anlassen, abstellen. Machen wir auf die Starttaste. Hinter links. Ich weiß nicht, warum der immer da Probleme hat, das sich zu merken. Es ist eigentlich die RB-Taste. Wir gucken gleich mal. Hier machen wir nach unten, nach oben, nach rechts. Rundumleuchte. Brauche ich eigentlich nicht. Lichtlupe brauche ich auch nicht. Lichtlupe. Da habe ich jetzt den Scheinwischer. Da auf und zu machen brauchen wir auch nicht. Also wir können es gerne mit rein machen. Rechtes Fenster machen wir öffnen R. Schließen machen wir E. Und dann machen wir Q und W. Aktivieren machen wir mal auf den mittleren Knopf, auf die Steuerknöpfe links und rechts. Ich weiß nicht, warum er da das nicht immer erkennt. Es ist sehr creepy bei dem Spiel. Push Torque brauchen wir nicht, weil wir haben jetzt auch keine Torque-Runde. Die Ansichten lassen wir. Ich muss mal kurz gucken. Was hatte ich denn noch auf die anderen? Das war Gas und Bremse. Von links und rechts. Irgendwas hatte ich doch Innenansicht. Mütze. War das der? Ich muss mal kurz gucken. Okay, das ist die Mitte. Das ist nicht das, was ich haben will. Dann machen wir normale Leistung rein. Entfernen wir mal eben hier. Weil sonst wirft er mir gleich die ganzen Sachen durcheinander beim Fahren. Und das geht halt gar nicht. Ich kann leider immer noch nicht das Einstellungsmenü aus dem anderen Spiel importieren. Wo ist es denn? Innenansicht vorne. So, wir gucken nochmal rüber. Mal kurz alles durchchecken. Er macht mir den Gang da raus, das ist schlecht, das soll er nämlich nicht tun. Ich
davon gesagt, dass du auf der Tastatur die Gänge umschalten sollst. Na, wir haben noch die Simulation der Druckluftbremse an. Da muss ich auch mal gucken. So, dann können wir jetzt nach 10 Minuten oder nach 11 Minuten mal loslegen. Das ist der LKW, den ich nachher fahren möchte, weil er gefällt mir eigentlich relativ gut. Nur mal gucken, ob ich jetzt mal eine Druckluft habe. So, wo muss ich denn überhaupt hin? Ich muss nach links. Warum macht der mir jetzt da die... Oh, ich hasse es! Dann macht er mir jetzt da die Warmblinkanlage an. Nein, da soll der nämlich nicht hin. Das kann doch nicht sein. Lichtmodi. Nein, nach oben. Der soll nach rechts. Oh. Korrigiere nach 13 Minuten fast. Ich sehe aber auch gerade nicht, wo meine Bremswirkung ist. Wenn mein Bremsdruck ist. Sehe ich jetzt zum Beispiel bei dem nicht. Das müsste der sein. Glaube ich. Ich habe auch irgendwo einen Tempomaten. Den können wir aber noch nicht einschalten. Im LKW brauchst du das. Also wenn das nervt, das Piepen, das kann man auch wieder ausstellen übrigens. Links halten und dann links abbiegen. Und es ist so ungewohnt, in so einem LKW zu sitzen, wieder Eurotrack zu fahren. Biege nach links ab. Das ist nicht einfach komisch anfühlt gerade. Oh Junge, wo ist denn die Anzeige dafür? Jetzt habe ich die Scheibe schon mit angemacht. Alter, was ist denn hier los? Meine Güte, das gibt's doch gar nicht. Was habe ich denn hier eingestellt? So, wo ist der Scheibenwischer? Den fährt doch nicht von der Anlage. Ach, da ist der unten rechts.
endlich. Wir sind da. Ärgert die Schnauze schon voll. Boah, da wie empfindlich ist die denn bitte? So, wo können wir das Ding denn einparken? Ja, das ist natürlich jetzt ein Problem, ne? Überspringen wir jetzt, wir sind voll schon reingefahren. Oh, jetzt ist das Gepiepe wenigstens weg. Ja, wir fahren natürlich das, was jetzt am meisten Knete erstmal bringt. Beziehungsweise. Doch, Preisstreckeneinheit hattest du immer genommen, ne, Togo? Preisstreckeneinheit hattest du, glaube ich, immer ausgewählt. Aua. So, Sekunde. Mein Mikro mobbt mich gerade. Und das, was ich generell immer in diesem Spiel hasse, wenn du keinen eigenen LKW hast, du musst erstmal alles neu einstellen. Okay, wir fahren los. Das Lenkrad muss weiter runter. Wird so hoch eingestellt. Was haben wir denn überhaupt? Was Langes? Was ist denn der Anhänger überhaupt? Ja, der ist ein bisschen länger, würde ich sagen, ne? Ja, was wollte ich denn erzählen jetzt überhaupt? Ach ja, genau. Ich mache das jetzt absichtlich nochmal neu mit dem Euro Truck und dem American Truck Simulator, weil ich keine Lust mehr drauf habe, jedes Mal, dass der mir irgendwelche Updates runterlädt für die Spielstände, also für die Mods. Und nachher funktioniert das auch so nicht. Und vor allem, wir hatten jetzt mal das Problem, wenn ich die Mods drin habe, vor allem übrigens schicke LKWs hier, ne? Dass wir diesen Verkehrsmod drin hatten, dass wir so viel Verkehr drauf hatten. Ach komm, ich fahre erstmal geradeaus. Da gibt es übrigens ein schönes Video. dass der eben überhaupt nicht weggekommen ist und dass das irgendwie zu viel auf der Dauer war. Deswegen habe ich die ganzen Mods jetzt rausgeschmissen. Und da ich jetzt sowieso nicht so häufig Euro Truck oder Mac Truck Simulator fahre, habe ich mir gedacht, könnte ich das Ganze auch ohne Mod spielen. Und muss nicht jedes Mal warten, wenn ein neuer Patch kommt, dass wir es dann mal weiterspielen können. Darum ging es mir in erster Linie. Das finde ich halt immer so schön in diesem Spiel einfach, wenn du immer so ein Video hast, du kannst es dir ganz in Ruhe angucken. Da ist irgendwo einer am Schweißen. Du siehst aber keinen. Ja, genau, da haben wir auch darüber mal gesprochen, was du nimmst. Auch wegen dem Budget mäßig. Wir werden mal gucken, ob wir es hinkriegen, ob es unseren ersten LKW, ich habe ja direkt den genommen, den ich ja so haben wollte. Und hatte ja gesagt, auch in dem Promod, es ist immer schwierig, in den American Truck Simulator, sich für den LKW zu entscheiden, weil ich nicht weiß, welchen LKW ich haben will.
kurze Zeit später gab es ja diesen schönen Patch, wo man halt diesen schönen LKW bekommen hat. Und dann habe ich mir gedacht, ja, nehmen wir den mal. Der gefällt mir ganz gut. Also ich bin da privat mitgefahren. Aufliegerschaden 2%, willst du mich verarschen? Und habe mir dann gedacht, nehme ich den mal und der gefiel mir ganz gut. Und deswegen will ich den auch nachher wieder haben. Und, Alter, ich komme hier mit dem LKW gar nicht richtig rum. Und den möchte ich auch ganz gerne wieder haben. Beim Eurotruck werden wir wahrscheinlich erstmal mit dem Mercedes fahren. Weil beim Scania hätte ich gerne so gewisse Sachen freigeschaltet, bevor ich die nutzen kann. Ja, ich müsste hier hoch, okay. Also vom optischen her, deswegen würde ich da wahrscheinlich erstmal mit dem Benz fahren. Und da werden wir auch die Tage mal das fertig machen. Also da werde ich aber die Einstellung vorher fertig machen. Das werden wir dann nicht mit in der Aufnahme drin haben. Die erste Tour schon mal fahren. Und dann kann man auch direkt loslegen. Also quasi wie hier auch. Es soll ja demnächst dazu dienen, mehr oder weniger für die Talk-Runde. Wir haben ja so einen schönen Discord-Server, den sich unser guter Togo ja gekümmert hat. Und da haben wir einige Themen drin, die wir mal bequatschen wollten. Und der Togo sagte vorhin schon, es ist ja verdammt viel da drin. Und da werden wir dann demnächst mal so eine Talkrunde rausmachen. Ich weiß aber noch nicht, ob wir das so machen, dass wir das mit Gameplay machen, das heißt zum Beispiel Eurotruck oder Mercedes Simulator dabei machen, oder ob wir das einfach so als Podcast-Version, also Richtung Podcast machen, also einfach als Quasselrunde und dann einfach ein permanentes Bild dann auf YouTube haben. Und vor allem, wie viele daran teilnehmen, das weiß ich zum Beispiel aktuell auch noch nicht. Das wird sich dann auch zeigen. Und es gibt jetzt, glaube ich, noch eine Folge Eurotruck Simulator mit Pro-Mods. Danach wird es vorerst keine mehr geben. Es kann sein, dass sich das demnächst wieder ändert. Also ich sage, ja komm, ich mache die Pro-Mods doch wieder drauf. Aber es lohnt sich für mich nicht, Pro-Mods zu spielen, weil ich mache es einfach zu wenig. Ja, also ich verstehe mich nicht falsch. Die sind nicht schlecht oder so, ne? Also die Sachen. Es ist schon echt geil gemacht, aber ich spiele es halt einfach zu wenig mit Pro-Mods. Wenn ich sagen würde, es lohnt sich für mich mit Pro-Mods zu fahren. Dafür spiele ich dieses Spiel einfach zu selten. Und mal gucken, wie lange wir das jetzt spielen werden. Das werden jetzt zwei komplett neue Safe Games. Da werden wir dann wahrscheinlich verstärkt dann auch, wenn ich die Zeit habe voraussichtlich, dann ebenfalls die World of Trucks Aufträge machen. Das heißt, wenn da wieder Events sind, dass wir die verstärkt dann spielen. Da sagen wir, machen die dann, das könnte man zum Beispiel auch darüber machen. Und es soll eigentlich dazu dienen, einfach mal eine Runde zu quatschen, wenn man Bock hat. Ansonsten, wenn ich jetzt natürlich keine Themen habe oder zum Beispiel jetzt keiner da ist oder ihr alle im Lurk seid und euch denkt, ja komm, ich gucke mir den Mordi mal an, aber ich mache jetzt gerade was anderes nebenbei, wir haben Zocken oder so, und guck jetzt einfach mal, wie er fährt oder wie er zockt. Ein bisschen als Entspannung ist das gar nicht so schlecht. Also ich finde, die Spiele sind schon sehr gut gemacht. Und wird für den Simulator eigentlich echt gut. Deswegen, die machen schon Spaß. Also zwischendurch kann man das ruhig mal machen. Ich werde die auch nicht fest einplanen, die Projekte. Außer das ist natürlich, dass man sagt, ja, ich würde aber ganz gerne schon mehr von dem Projekt sehen. Ist natürlich auch mal so eine schwierige Sache, weil ist eigentlich eher so ein Spontanprojekt. Aber man müsste natürlich gucken, wann plant man das ein. Ich mache das jetzt auch einfach nur, weil ich mir gedacht habe, komm, jetzt hättest du mal wieder Bock, du könntest mal wieder. Wir sind ja schon länger da, als wir eigentlich geplant haben. Aber es ist ja auch nicht allzu schlimm. Man muss ja die Zeit manchmal so ein bisschen nutzen, um so ein bisschen länger da zu sein, als eigentlich geplant. Ansonsten würde ich jetzt, wenn ich jetzt aufgehört hätte, Skyrim zu spielen, würde ich jetzt quasi WoW spielen und die Videos in der Zeit hochladen. Und so kann ich da halt noch so ein Stündchen vielleicht, auch ein bisschen mehr. Ein bisschen mit euch talken, also ein bisschen quatschen, ein bisschen Eurotruck fahren. In dem Fall ist der American Truck Simulator. Also ein bisschen versuchen, den LKW zu erwirtschaften. Und dann werden wir mal gucken, ob wir das auch hinbekommen. Und wie gesagt, wir spielen jetzt komplett ohne Mods. Das heißt, wir haben hier keinerlei Mods drin. Und spielen gerade komplett Vanilla. Haben wir auch schon ewig nicht mehr gemacht. Und ich finde es gerade sehr interessant, dass ich schneller bin als der Bus.
Na gut, solche Sachen gibt es dann halt auch mal. Aber ich spiele übrigens mit Controller. Achso. Falls es jemand noch nicht gesehen hat, wir spielen mit Controller. Ich soll mal sagen, dass die Spiegel mich so ein bisschen stören bei dem LKW. Ansonsten, wie gesagt, morgen werden wir dann God of War weitermachen. Da weiß ich noch nicht, wie lange wir das jetzt machen noch werden morgen. Ich denke, wir werden morgen und Freitag auf jeden Fall spielen. Da weiß ich noch nicht, wie lange wir die da machen werden von der Zeit her. Samstag ist Forest geplant. Da weiß ich noch nicht, ob ich vorher dann nochmal streamen werde. Sonntag weiß ich jetzt gerade gar nicht, was ich eingetragen habe, aber ich glaube God of War. Und sobald das Projekt auch fertig ist, werden wir erstmal die anderen Projekte fertig machen. Das heißt, wir werden dann zweimal die Woche Skyrim machen, zweimal die Woche Kingdoms of Amalur, zweimal PC Building Simulator. Und dann das Projekt, was aktuell The Forest ist, eventuell, wenn der Toku dann mal Zeit und Lust hat, werde ich damit ihm noch ein Offscreen-Projekt machen. Wenn wir die Zeit haben. Oder wir machen vielleicht den Podcast als Quassel runter. Wir werden mal gucken. Wir werden mal schauen. Also es sieht auch so ein bisschen nackig aus, ne? Ohne Autos, also ohne richtigen Verkehr hier ist das so ein bisschen wenig. Aber ich kann die Verkehrsdichte übrigens selber nochmal einstellen. Also ich könnte die immer auf 2 erhöhen. Ich denke, das würde auch vollkommen voll und ganz reichen. Also sonst sieht es so ein bisschen leer aus und das finde ich schon ein bisschen schade. Und mit der Mod, die ich da drin hatte, man hat es ja permanent durchgehend Verkehr, es sind immer Unfälle passiert, dann sind die Autos plötzlich despawned. Und so weiter und so fort. Das sind halt so Sachen, die möchte ich halt nicht unbedingt drin haben. Und nachher crasht das Spiel, du kommst halt nicht weiter, die Mod wird nicht mehr supported und. Es gibt so viele Sachen einfach. Ich sehe gerade, dass man Uhr mal aufbringt, das heißt. Würde es nach wieder, komme ich da gar nicht hin. Das heißt, dass im Discord-Channel gerade irgendwas getrieben wird. Wenn ich nicht weiß, was. Also ich sehe es nicht. Was? Weil ich jetzt nicht während des Streams reingucken kann. Weil ich dafür auf den Desktop müsste. Ich gehe davon aus, dass das der Onkel Togo ist. der da bestimmt gerade so ein paar Sachen reingeschrieben hat. Die Maranuba kann es nicht sein, weil die gerade Vorlesung hat. Oder der Powerpola. Oder die Petra. Oder, jetzt kommt es. Der Dragonclaw. Nein, Schätze, nein, ich beschuldige dich nicht. Keine Sorge. Immer geradeaus. Hey, nee, das heißt ja nicht Schätze, das heißt das Schnurzelchen, ne? Und mein Internet kackt gerade schon wieder ab. Ach du, habe ich dir halt eigentlich schon erzählt, dass ich heute mal nach dem Internet geguckt habe? Ach, Preise für die Glasfaserleitung und sowas. Also bei der Telekom zumindest, was die da uns anbieten würden. Also wenn es so bleibt bis dahin, bis das alles angeschlossen ist und so weiter. Ich weiß ja nicht, ob sich da nochmal was ändert. Habe ich nicht. Okay. Ich habe heute mal geguckt, was das so preistechnisch kosten wird. Und ich habe mir gedacht, ich werde mir eine 250er Leitung holen mit 50 MB Upload und das kostet im Monat 55 Euro. Und ich denke, das wird für mich und hat ja locker reichen. Ich habe auch schon gesagt, selbst wenn die anfangen sollte zu streamen, wobei sie immer sagt, was soll ich denn zeigen, was soll ich denn machen, würde eine 50er Leitung für uns beide locker reichen. Ne? Ja, also ich denke, das reicht, also die 50er Leitung, also mit der 250er Leitung, das wird locker reichen für uns. Das dürfte kein Problem sein. Also eigentlich würde sogar die 100er Leitung reichen, aber das sind jetzt ein paar Euro Unterschiede und ich denke mir, lieber ein bisschen mehr nehmen als zu wenig, weil dann nachher beißt er dich dann doch im Arsch. Die ersten 6 Monate kostet es eh, glaube ich, 20 Euro. In 50, okay, für den 1000er. Also die ganz große, also die Gigabit-Leitung kostet 80 Euro im Monat. Und da muss ich sagen, die brauche ich jetzt wirklich nicht. Also das ist mir dann doch ein bisschen zu viel. Ja, sag ich halt. Also die 50 MBit reichen locker aus. Das reicht mehr als genug.
Na, und Nadja hat ja eh, wenn die Browser anmacht oder, ne, dann ist erstmal das Internet tot für so 2-3 Minuten und dann geht das nach alles wieder. Die hat auch zigtausende Tabs immer offen und sowas. Und Freunde, ich kann dann endlich mal ein Video in 1080p gucken. Na, deswegen. Und 50 Mbits zum Hochladen, dass du das Einzige, was mich jetzt momentan stört, ist jetzt das Hochladen. Weil das Rendern dauert jetzt so, je nachdem, ich hatte gestern eins, da sagte er mir 30 Minuten und plötzlich waren es doch nur 10. Und dann dauert das Video hochladen bei einer halben Stunde bei einer Endgröße von 7 GB fast 2 Stunden. Ne? Ja, das ist zum Kotzen. Das ist so zum Kotzen. Oh, das ist so Chaos einfach, wo du denkst so, boah, Alter, wenn du jetzt so 50 Mbits Uploads hättest, also so in die Richtung. Erst wenn es so 40 nachher sind, die ankommen, ist ja vollkommen egal. Das wird bestimmt so 20 Minuten dauern und du könntest so viele Videos hochladen. Ich mache das ja momentan ja absichtlich, dass ich ja nur 2 bis 3 Videos am Tag, je nachdem, was ich dann mache, öffentlich stelle. Wenn ich mehr hochladen könnte von der Zeit her, also mehr Zeit sparen könnte, würde ich sogar noch mehr Videos, also maximal 4, am Tag öffentlich stellen, aber die würde ich dann zeitlich aber einstellen dann. Und ich denke, mit 2 sind wir am Tag schon gut bedient. Ja, das ist das ja. Es geht dann wesentlich schneller mit dem Hochladen. Aber das Rendern dauert, sagen wir jetzt mal so 10 Minuten. Das Hochladen dauert, sagen wir jetzt mal so 20 Minuten, grob geschätzt. Dann bist du bei einer halben Stunde und hast innerhalb einer halben Stunde hast du ein Video hochgeladen. Ich sage jetzt mal, was für eine Zeit, sagen wir jetzt mal zwischen ja, 30 und 50 Minuten hat. Ja, und das reicht voll und ganz. Also, und abgesehen davon ist der Kanal jetzt nicht so groß. Aber ich habe mir gedacht, ich müsste dann auch mal gucken, dass ich die Projekte dann entweder alle 2 Tage mache. Also Gott davor wird alle 2 Tage kommen. Und Bioshock kommt jetzt täglich. Also Bioshock kommen alle Folgen hintereinander. Vom ersten angefangen bis zum Infinity-Teil. Also bis zum letzten DLC, was wir heute durchgespielt haben. Kommen alle hintereinander weg. Ich weiß auch noch gar nicht, wann die ATS-Folge kommt. Weil wie gesagt, eigentlich dürfte ich die nicht machen. Ich müsste eigentlich Dragon Age weitermachen. Das werde ich aber nächste Woche, glaube ich, in Angriff nehmen. Dass ich da Dragon Age weitermache. Denn ich will gucken, dass ich jetzt God of War diese Woche noch durchkriege. Und dann schauen, was wir dann noch haben an Projekten. Dann noch Skyrim, Kings of Amalur, PC Blink Simulator und das, was wir momentan haben. Es ist mehr als genug Projekte. Man könnte eventuell noch ein kleines Projekt zwischenmachen. Was ich noch zwischendurch mache, aber ich bin auch im Überlegen, ob ich PC Blink Simulator zum Beispiel offscreen spiele, dass ich da vorankomme. Du hast aber 5 Stück gleichzeitig laufen lassen, ne? Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Ja, also knapp 1 Stunde für 5 Stück. Ja gut, du renderst ein bisschen anders als ich. Aber das wird jetzt, das macht den Braten jetzt nicht so fett. Denke ich. Das wird jetzt kein großartiger Unterschied sein, von der Größe her. Man könnte nachher auch eventuell dahergehen und sagen, wir machen das als VOD. Das Problem ist aber dann, ich möchte das nicht so lange rendern lassen. Weil wenn ich jetzt in VOD überlege, jetzt, wir haben jetzt am Samstag knapp 3 Stunden gespielt. Oder 2 Stunden sogar. Und lass das auf 2 Stunden rendern, das ist mir dann doch ein bisschen zu viel. Dann wird ja bestimmt 1 Stunde oder über eine halbe Stunde zum Rendern brauchen. Und das ist mir dann zu viel, also das ist mir dann auch zu doof. Alle zusammen 22 GB, das ist ja nichts. Also bei mir hat ein Video im Durchschnitt so eine Größe zwischen 6 und 10 GB. Das letzte Video, was ich gestern gerendert habe von Bioshock, hatte am Ende, ich glaube, 13 GB. Und dafür brauche ich knapp 3 Stunden, etwas mehr als 3 Stunden, um das hochzuladen. Hey Gott, schon wieder Schluss gemacht. Ach, da soll ich den einpacken, das sieht man noch gar nicht hier.
Wir können ja mal gucken, was kostet uns denn so ein LKW. $117 kostet der. Sagen wir mal, wir sind Level 3. Könnten wir eventuell noch einen neuen Motor einbauen. Neues Getriebe. Dann brauchen wir auf jeden Fall noch ein Navi. Problem ist einfach, dass der Spiegel so weit weggeht, ne? Den machen wir dann komplett in schwarz. Dann wären wir bei 118 circa. Ja, sagen wir mal so 130.000 circa brauchen wir. Wir haben jetzt 7.000, das heißt, wir brauchen noch 123.000. Könnten auch die fahren, dann bekommen wir sogar 8.000.